Ja, wir haben uns jetzt gerade schon mal unterhalten und versucht jetzt mal aufzusplitten, was jetzt hier in Treusig im Schützenhaus überhaupt los ist, denn hier herrscht Gewusel. Zum einen sehe ich hier drüben Zierfische, zum anderen sehe ich hier Orchideen. Treusig, hier bei uns, Zeitz. Sie kommen aber aus Leipzig. Aus Leipzig, genau. Also wie kommt das Ganze? Wir sind also eine Gruppe Hobbyfreunde, also Aquarianer, die sich quasi mit der Nachzucht und der Haltung von Zierfischen beschäftigen und hatten 2018 die Idee, weil wir den Saal hier kannten, beziehungsweise auch den Betreiber, der schien uns passend für so eine Veranstaltung. In der Region gibt es jetzt nichts Ähnliches, was es bereits gibt. Und dort hatten wir die Idee, einfach was zu organisieren. Also der Ursprung sind die Zierfische, das war die Idee dahinter. Und über persönliche Bekanntschaft, persönliche Kontakte ist quasi für die Leute, für die Besucher, die jetzt kein Interesse an Zierfischen haben, also die Ehefrauen und Ehemänner, die das Hobby mehr oder weniger dulden, hatten wir uns überlegt, quasi noch die Orchideen mit zu organisieren. Da haben wir eine Unterstützung bekommen vom Botanischen Garten in Leipzig, die also im Anschluss an ihre Orchideenausstellung im Februar dann bei uns mal nochmal so eine kleine Nachlese bringen und praktisch Pflanzen ausstellen und auch Pflanzen zum Verkauf anbieten. Die Ausstellung geht jetzt ein Ende entgegen. So kann man jetzt schon ein Fazit ziehen. Wie interessiert waren jetzt hier die Treusiger und aus der Umgebung her natürlich? Wir haben, also in dem Fall ist es ja immer bloß angelegt für ein paar Stunden. Das heißt, diese Börse öffnet 10 Uhr die Tore und schließt 14 Uhr wieder. Ist natürlich eine Menge Vorbereitung, die damit reinspielt. Das Interesse war groß. Wir haben also 2 Börsen im Jahr, einmal im Frühjahr, jetzt Anfang März, und eine im Oktober. Im Oktober war es etwas verhalten, weil die Leute noch mit diesen Energiepreisen oder Energiekosten so ein bisschen schwanger gingen, weil keiner so richtig wusste, wo es hingeht. Aber im Gegensatz dazu waren wir heute sehr zufrieden und wir haben also durchaus auch, wir hatten Freunde aus Österreich da, die hierher kommen, wir haben Freunde aus Hannover, die herkommen, also es werden durchaus auch weite Wege in Kauf genommen, um hierher zu kommen. Wie lange betreiben Sie eigentlich schon die Fischzucht? Ich habe als Kind das Ganze schon mal begonnen, hatte dann in meiner Jugend andere Interessen und habe 98 wieder angefangen. Da war dann soweit das Leben rundherum organisiert und da ging es dann wieder los. Also das ist, kann man durchaus auf viele Jahre zurückblicken. Nach dem Reiz zu fragen, wäre jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Aber haben Sie Lieblinge unter den Fischen? Man hat ja entweder Scalaro oder sind es Neons oder sind süß oder Salzwasser. Der Reiz ist, das, was Sie jetzt hier, was hier angeboten wird, was hier präsentiert wird, beschränkt sich auf das Süßwasser. Der Reiz, das kann man, glaube ich, jemandem, der dafür jetzt kein Faible hat, schwer erklären. Die Zierfischwelt oder die Fischwelt in den Süßgewässern, gerade in den Tropen, in Südamerika, in Asien, ist also so vielgestaltig. Da gibt es Unmengen an Arten, die, wenn wir es nicht machen, niemand sonst präsentiert. Weil die Wissenschaft ist jetzt nur am Rand. Also es sind Ichthyologen, die haben dann irgendwelche Tottiere zur Bestimmung da. Sondern da ist tatsächlich einzig das Hobby, was diese Welt in irgendeiner Art und Weise präsentieren kann über Nachzucht, über Bildmaterial und so weiter. Da wünsche ich für heute noch die restliche Zeit viel Spaß, weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal im kommenden Jahr. Anfang Oktober, am 8. Oktober ist es wieder soweit, genau. Na, dann sehen wir uns gleich wieder. Dankeschön. Danke.